meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Silent Ghost Dimension. So, beim letzten Mal, was hatten wir beim letzten Mal gemacht? Das werden wir jetzt sehen. Gabriela, wir sind bei Tag 2. Ha, jetzt weiß ich. Man muss immer so einen kleinen Blick drauf werfen und dann weiß man genau, was abgeht. Pass auf, Tag 2. Gabriela hat sich nochmal mit einem Akkustand von 2% bei uns mit einem Videoanruf gemeldet und ja, dann war sie weg. Und nun ist die Frage, hey, bleibt Gabriela für immer weg? Das werden wir wahrscheinlich jetzt erfahren. Ich muss mal ganz kurz den Ventilator anschmeißen. Mir ist es hier einfach zu heiß. Ich koche hier gerade. Der Sommer ist wieder zurückgekehrt. So, Popschutz diesmal abgenommen, weil gigantisch groß und einfach nur nervig, dieses Kackding. So, los geht's. Wir schreiben Gabriela an. Gabriela? Gabriela, melde dich. Ich mache mir Sorgen. Die Frage ist, wie sollen wir es rausfinden? Ja gut, das Handy ist leer. Ja gut, Polizeiberichte, wenn er sie irgendjemand findet. Cedric könnte mal loslaufen. Vielleicht. Um Personen anzurufen, klicke auf das Telefonsymbol-Menü. Okay, dann rufen wir mal jemanden an und das wäre Gabriela wahrscheinlich. Wir müssten optimalerweise die Nummer von Gabriela wissen. Okay, hier in diesem Fall, ach, guck mal, hier steht es ja drauf. Oh, das ist aber easy. Und los geht's. Geht eh nicht ran, ne? Gabriela, hallo? Ha, reingelegt. Nur die Mailbox. Ihr kennt das ja. Hinterlasst eine Nachricht nach dem Piepton und ich rufe zurück. Ciao. Gut. Mailbox. Handy aus. Ist halt so. Ja, dann könnt ihr mal Cedric jetzt mal rüber. Jetzt könnt ihr mal rübergehen. Jetzt liegt er ja nicht mehr in der Puche, jetzt könnt ihr mal machen. So. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Prof. Sie sind ja früh am Start. Ja, du auch, Ruby. Sie wissen doch, Ruby, der frühe Vogel fängt den Wurm. Der frühe Vogel kann nicht mal? Achso. Kaffee wäre mir jetzt lieber. Oder weckt es Studenten? Ja. Der hätte vor Ruby kommen müssen. Mal was von Stummschalten gehört? Ich wollte mich auch nur kurz bezüglich der gestrigen Übungsfrage melden, Ruby. Obere Hohlvene wäre die richtige Antwort gewesen. Tomji, du Dussel. Die Lösung war übrigens auch in meiner Fotogalerie zu finden. Einen schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Chiara. Und Ihnen ebenfalls, Jonathan. Und verzeihen Sie, Jonathan, dass ich sie aus ihren Schönheitsschlaf gerissen. Ja, das ist allerdings wirklich wahr. Ich bin von Natur aus schön, Prof. Ja. Wo er recht hat, hat er recht, ne? Oh mein Gott, Einbildung ist auch eine Bildung. Ach, Tomji, ist ja auch schon on. Ja, ich lies mit. Ich schreib nichts, ich lies nur mit. Was ist los, mein Lieber? Hat sie die Sprache verschlagen? Hallo? Nein, hab nur gerade irgendwie andere Sorgen. Nix sagen. Nee, andere Sorgen haben wir gerade. Geht's um Gabriela? Wie lief es denn die Nacht mit ihr? Ganz schön zweideutig, my lady. Frag doch mal unseren lieben Cedric. Ja, das wäre mal cool. Hab ein ungutes Gefühl. Ich hoffe, sie meldet sich bald. Sie fühlt sich gestern noch extrem eigenartig. Ja, komm, wir machen das mit ungutem Gefühl einfach. Obwohl, eigenartig hätten wir auch machen können, ne? Ja. Fang jetzt bitte nicht schon wieder damit an. Warte einfach ab, bis Gabriela ihren süßen Po aus ihrem Bett schwingt. Wir sind alle wach, nur Gabriela wohl nicht. Deine Panikmache ist sowas von... Ja? Zum Kotzen? Cedric, also ernsthaft. Nachricht aber ernsthaft, ja wirklich. Überflüssig, das hast du gut gewählt.
Cedric, was ist Ihnen denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Ich war so unhöflich, Cedric um Hilfe zu beten. Genau, Cedric, erzähl doch mal. Nicht sagen. Das war wirklich sehr, sehr unhöflich von uns. Wie konnten wir es nur wagen? Tomji hat mal wieder wegen Gabriela Panik geschoben. Mitten in der Nacht. Er wollte unbedingt, dass ich bei ihr nach dem Rechten schaue. Und das aus gutem Grund. Aber Schlaf war für Cedric nun mal wichtiger. Traurig nur, dass du bei Chiara sofort gesprungen wärst. Oh, Cedric ist und bleibt einmal ein Egoist. Bei Chiara, wahrscheinlich ja. Machen wir diese Chiara-Geschichte, finde ich gut. Die sieht auch keine Geister. Na, bald schon. Wieso hast du in Panik geschoben, Tomji? Er glaubt langsam auch an Poltergeister mit langen schwarzen Haaren. Darum geht es doch gar nicht. Erzähl keinen Scheiß, Cedric. Es geschehen halt Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Erzähl keinen Scheiß, Cedric. Komm, wir sind jetzt auf Krawall. Ja, ja. Moin zusammen. Geht's um diesen Geisteranruf? Wir sollten dieses Thema endlich ein Ende bereiten. Vielleicht weiß Dr. Krüger etwas. Den habe ich inzwischen auch bekommen. Oh. Du wolltest es doch so. Du wolltest es. Ja, du hast mich gequält. Ich schlage vor, wir treffen uns um 10 Uhr auf einen Kaffee im kleinen Versammlungsraum. Und finden wir heraus, welch Witzbold dahinter steckt. Bin dabei. Gerne, Prof. Tomji, wären Sie so freundlich, Gabriela zu informieren? Ja, wie denn? Ich kann sie nicht erreichen. Sobald sie sich meldet, bitte machen Sie das, Prof. Okay. Zuletzt online 3 Uhr steht bei ihr in der Timeline. Timeline. Die wird noch pennen. Nein, das glaube ich nicht. Ich mache mir echt Sorgen. Ich sag euch, da stimmt was nicht. Ups, ganz vergessen. Die 7 Tage sind ja um. Oh. Rest in peace, Gabriela. Wenigstens hinterlässt sie eine gute aussehende Leiche. Vielleicht nicht. What the fuck, Cedric? Cedric, Ihre petitulosen Späße sind mehr als unangebracht. Wärst du jetzt hier, würde ich dir eine scheuern. Hört nicht auf zu provozieren, Cedric, sonst fliegst du aus der Gruppe. Das ist ja seine Gruppe. Er ist der Admin. Bla bla, ich bin der Admin. Ich entscheide, wer fliegt. Cedric, übertreib's nicht. Wir haben schnell eine neue Gruppe erstellt, Cedric. Fick dich, Cedric, aber sowas von. Also das ist nicht so meine, das ist doch genau mein Stil, aber machen wir mal so. Das wäre der Tomji-Stil gewesen. Genau, arschlochfreie Zone. Ihr Umgang miteinander driftet in eine Richtung, die mir überhaupt nicht gefällt. Ganz Ihrer Meinung, Prof. Ich schlage Folgendes vor. Shit, Leute. Na was? Schaut mal, was bei Gabriela zu Hause abgeht. Aha. Ja, Arschloch. Haha, warte mal, lass mal gucken. Ist das nur ein Foto oder ist das... Ne, ist nur ein Foto. Aber wer soll sie denn gefunden haben? Oh mein Gott, oh nein! Die müssen ja nicht zwangsläufig wegen Gabriela da sein.
Ich mache mich direkt auf den Weg. Cedric, schau sofort nach, was da los ist. Ich wusste, dass da was nicht stimmt. Ganz entspannt bleiben. Bin schon auf dem Weg. Ah, das ist ja mal was Nettes. Haben wir doch dazu gekriegt. Was ist denn? Was wenn ihr wirklich etwas zugestoßen ist? Quatsch. Siehst du einen Krankenwagen? Nee, aber Polizei und Absperrband. Bitte bleiben Sie jetzt alle vernünftig. Sie werden sehen, Cedric meldet sich gleich mit positiven Nachrichten zurück. Ausgerechnet, jetzt klingelt mein Nachhilfsschüler. Ja, kannst ja wegdrücken. Ist ja noch früher Morgen offensichtlich. Wir haben um 10 Uhr zum Kaffee. Apropos Kaffee, Inka, wer da was? Oder dieser Karamell-Cappuccino. Für mich? Ah! Alles gut, Süße. Ich halte dich auf den Laufenden. Schlüssel, dann sind wir. Ja, Leute. Keine Ahnung, was mit Gabriele ist. Also, da ist wohl eingebrochen worden. Gabriele ist wohl auch spurlos verschwunden. Bleibt da liegen. Sie ist verschwunden aufgefunden. Was heißt das genau, spurlos verschwunden? Hoffentlich ist sie nichts zugestoßen. Das bedeutet nichts Gutes. Verdammt, Cedric, du hättest gestern auf mich hören sollen. Und das ist genau das, was uns allen im Kopf durchgeht, ne? Wir haben geschrieben, geh mal rüber. Er sagt, nö. Jetzt stress nicht, überleg doch mal. 3 Uhr zuletzt online. Die wird ihren Geisteszustand irgendwo mit Alkohol ertränkt haben. Ja. Und heute wacht sie verkatert in einem fremden Bett auf. Ist typisch Gabriela, das macht sie ja häufiger. Quatsch, kein Scheiß, Cedric. So eine ist Gabriela nicht. Yannick hat recht. Halt jetzt mal den Ball flach, Cedric. Wenn kein One-Night-Stand, dann sag ich nur... Buh. Er macht sich immer noch darüber witzig. Selbst Jonathan hält mittlerweile seine Klappe. Hör bitte auf, Cedric. Ich krieg sonst gleich Panik. Das ist doch alles verrückt. Gabrielas Verhalten gestern und jetzt hier verschwinden... Ihr habt ihr Nachrichtengruppenhistorie gerade noch einmal durchgelesen. Alles irgendwie unheimlich. Ja. Ich fühle mich schuldig. Ich hätte mehr auf sie hören sollen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Was, wenn alles, was Gabriel geschrieben hat, stimmt? Was sollen wir tun? Aber dann wäre sie ja nicht verschwunden, dann wäre sie jetzt... Verschon uns, Tomsi. Oh fuck, Leute. Ich könnte mal einen Türken machen, wäre auch mal geil. Ich will hier jetzt nicht diese Teufel an die Wand malen. Aber schaut dir mal, was gerade jemand hier geteilt hatte. Oh, das könnte dran werden. Warte mal, ich pausiere das einmal ganz kurz und dann. Oder kann ich direkt drauf gehen, ohne dass sich sämtliche Seiten bei mir am PC öffnen? Ah, Regoblitz. Unbekannte Frauenleiche am Seeufer. Oh, das ist aber mini klein geschrieben. Am heutigen Morgen ist eine Leiche bislang unbekannte weibliche Person am Ufer des Windachsees gefunden worden. Wie die Frau zu Tode kam, ist zum aktuellen Zeitpunkt laut der Polizei und Staatsanwalt völlig unklar. Gegen 6.30 Uhr hat ein Spaziergänger auf einem Weg, der direkt am See entlang führt, die leblose Frau gefunden. Er hatte daraufhin die Rettungskräfte und die Polizei informiert. Ich werde ihr Gesicht nie mehr vergessen. So blass, je weit aufgerissene Augen. Es war einfach grauenhaft, berichtet uns Tim H. unter Schock stehend. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Da diese keine Papiere bei sich trug, konnte sie bis jetzt nicht identifiziert werden, teilt die Polizei heute Morgen der Redaktion mit. Die Frau ist laut Polizei zwischen 20 und 30 Jahre alt und zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter. Ist groß, wa? Sie hat langes, rotbraunes, zum Topf gebundenes Haar
und war nur mit einem weißen Hemd bekleidet. Um ihr Handgelenk trug sie ein schwarzes Lederarmband. Der Körper der jungen Frau weist auf einige schwere Verletzungen auf, die zu ihrem Tod geführt haben sollen. Die Polizei geht von einem Kapitalverbrechen aus. Eine Mordkommission unter der Leitung von, jetzt bitte nicht hier, Johanna Feist, oh Gott, nein. Die Leitung von Kriminalhauptkommissarin Hanna Feist hat die Ermittlung aufgenommen. Auch nicht wieder die Frau Feist. Oh mein Gott. Ich gehe auch öfters an diesen Spaziergang. Warte mal, ich habe gerade hier einen Krankenwagen hier. Der kommt hier nämlich auch gerade schon angefahren. Der hat auch nicht wieder die Frau Feist, Leute. Nicht wieder Frau Feist. Ach du Scheiße. Ja, na gut. Aber wieder cool gemacht. Wie bei 7, ne? Eben halt mit den Zeitungsartikel verlinken und dann eben halt natürlich wieder die Johanna Feist. Oder die Hanna Feist, nicht Johanna, wie komme ich auf Hanna? Auf Hanna Feist, die uns schon echt bei 7 auf den Sack ging und die absolut ihren Job nicht kann. Also vorgedessen, was will sie rausfinden? Und solange sie uns nicht irgendwie, oh Gott, bitte nein. Nein, bitte nicht. Also nein, bitte nicht. Das ist niemals Gabriela. Nix sagen, das ist niemals Gabriela. Einfach nur, weil wir dran glauben, oder? Fängst du jetzt auch noch damit an, Tayo? Hä? Womit denn? Zu behaupten, dass Gabriel heute tot wäre? Hat noch gar keiner behauptet, oder? Doch, Cedric. Geht's dir noch, der habe ich doch gar nicht. Jetzt reißt euch noch einmal bitte zusammen. Tomji hat recht. Das ist garantiert nicht Gabriela. Aber habt ihr gelesen? Ich zitiere, ein schwarzes Lederarmband. Ja, das hat so gut wie keiner heutzutage. Gabriele trägt immer eins. Na und? Sogar meine Ex trägt sowas hin und wieder. Das heißt nichts. Sehe ich genauso. Die Polizei wird doch wohl bei einem vermissten Fall ihr Handy orten, oder? Erst nach 48 Stunden. Was? So lange können wir doch nicht warten. Und was jetzt? Lara Croft, pfui! Bitte beruhigen Sie sich, es wird sich alles aufklären. Ich garantiere Ihnen, dass die Polizei alles in ihrer Macht Stehende tut, um Gabriela zu finden. Wie wäre es, wenn wir versuchen, ihr Handy zu orten? Das müssen wir bestimmt hacken oder so. Ach, und wie stellen wir das an, Mr. Neumann Klug? Ich habe keine Schimmer davon und kenne auch niemanden, der sowas drauf hat. Gabrielas Freund ist ein begnadeter Hacker. Der kennt sich mit so etwas aus. Bestimmt wird Wolf auch schon irgendwas darüber gelesen haben oder erfahren haben. Aber nicht wissen, dass es vielleicht Gabriela sein könnte. Denkst du, er könnte das herausfinden? Tomji, frag ihn mal. Es ist ein Versuch wert. Ich bitte Sie inständig, die Ermittlung der Polizei zu überlassen. Gabriela ist verschwunden und ich werde nicht 48 Stunden rumsitzen und nichts tun. Ditto. Sehe ich auch so. Also, Tomji, halt uns bitte auf den Laufenden. Okay. Dann müssen wir uns jetzt um den Wolf kümmern. Bop, 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 bop. Der Wolf. Ich brauche dringend deine Hilfe. Wolf, ich habe dir gestern nicht ganz die Wahrheit gesagt. Hast du kurz, es geht um Gabriela. Oh, das ist, glaube ich, super. Dann wird er sofort Bings antworten. Claro, was ist denn los? Du erinnerst dich doch an das Geistervideo von gestern. Dabei ging es nicht um irgendeine Bekannte. Gabriela war es, die es gesehen hat. Und jetzt steckt sie in Schwierigkeiten. Deswegen wollte ich sie sich wahrscheinlich mit mir treffen. Wieso hast du mich angelogen? Ich wollte dich nicht beunruhigen. Gabriele hätte das sicherlich nicht gewollt. Ja, es war keine richtige Lüge. Na komm.
Ich bin auf dich zugekommen, weil ich in Sorge war. Was heißt, sie steckt in Schwierigkeiten? Sie hatte gestern Nacht panische Angst und seit heute Morgen ist sie verschwunden. Wie verschwunden? Wie ist das passiert? Wir wissen es selbst nicht genau. Die Polizei ist schon bei ihr zu Hause. Verdammt, Tomji, du hättest mir von Anfang an die Wahrheit sagen müssen. Wir müssen herausfinden, wo sie ist und ob es ihr gut geht. Pass auf, du hackst die GPS-Daten ihres Handys und ich checke den Polizeifunk. Momentchen, ich bereite alles für dich vor. Das ist nett. So kann Hans wieder helfen. Hallöle. Achso, der Hans, ja. Der ist ja. Hallöle. Mein humanoider Genosse. Es warten Arbeit auf uns zwei. Die Ortungsbestimmung eines eingeschalteten und in ein Funknetz eingebuchten, auf der Basis von globalen System für Mobile Communications betriebenen Endgerät durch das Mobilfunknetz über die globale Positionssystem. Wie, was, bitte? Wir sollten uns beeilen. Ja, wir sollten uns diesmal wirklich beeilen. Okay, ich mach's kurz. Wir machen jetzt ein Handy ausfindig. Warum nicht gleich? Sammle 5 Sterne, um zu hacken oder für 60 Big blablabla. So, meine lieben Knäckchen, das war's wieder für heute. Mir hat das mega Spaß gemacht und ich bin gespannt, ob wir Gabriela finden oder ob sie verschwunden aufgefunden ist. Mal gucken, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder vielleicht ist sie heute Morgen tot aufgewacht. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal und ciao, Freunde.